Ja, ganz genau. Also, wenn man, wie du es auch schon gesagt hast, wenn man ins Ausland wechselt, dann sollte man erst die zweite Liga wechseln. Ich bin jung. Für mich ist nicht wichtig das Geld oder dass ich gleich beim FC Bayern München oder so lande. Ich bin jung, ich will spielen, ich will mich weiterentwickeln. Ich war ab Anfangs Juni vereinslos. Ich war dann 2, 3 Monate vereinslos. Ich habe keine Spielpraxis, keine Trainingspraxis. Also, ich habe mich selber fit gehalten. Ab und zu mal mit kleineren Mannschaften, aber da ist das Niveau auch nicht das, was ich will. Und schlussendlich wurde mir die dritte Liga angeboten. Ich habe sofort ja gesagt, weil ich halte sehr viel von der dritten Liga, allgemein von Deutschland. Also das war schon immer mein Traum und mein Ziel. Jetzt bin ich da. Wäre ich vielleicht in einer zweiten Liga gegangen, dann hätte ich vielleicht gleich nicht gespielt oder sehr wenig Spielpraxis und das ist nicht mein Ziel gewesen. Also ich wollte in eine Mannschaft kommen, die ich realistische Einzeit habe, also ein Spielzeitminuten haben und so schnell wie möglich mir zum Stammplatz einkämpfen, dass ich dann im Spielrhythmus eintragen kann. Ja, also das ist schön, wenn das der Trainer zuerst mal gesagt hat, aber für mich ist es eigentlich egal, welche Position ich spiele. Also ich spiele wirklich innen wie außen sehr, sehr gerne. Wenn wir gegen spielstarke Mannschaften spielen und wir auch mitspielen, dann würde ich einen Tick so auf der Außenposition, weil man dann schon da einige Bälle mehr in den Füßen hat als im zentralen Feldbereich. Aber wenn man gegen eine Mannschaft antritt, die lange Bälle macht und, dann würde ich schon lieber zentral spielen, weil da hat man auch mehr zu tun. Als außen bist du dann eher nur auf zweite Bälle fixiert. Aber schlussendlich, wo der Trainer mich aufstellt, dort werde ich alles geben, versuchen alles zu geben. Und egal jetzt, ob das jetzt hinten rechts, links oder zentral ist. Ganz ehrlich gesagt, nee, also hatte sogar nie Kontakt mit ihm. Ich weiß nicht mal, was für ein Typ er ist. Also jetzt, wenn ich das schon hier erfahre, in Potsdam, nicht in der Schweiz. Nee, also er, so wie ich das weiß, ist er relativ früh ins Ausland gewechselt und er ist da auch ein Stück älter als ich, 2, 3 Jahre, wenn nicht 4 sogar. Und von dem her habe ich wirklich gar keinen Kontakt zu ihm und auch nie gehabt. Ganz genau, also auf diese Frage habe ich eigentlich schon lange gewartet. Nee, Spaß beiseite. Also, dein Torhüter Vasovasic, das ist ist wie ein Bruder für mich wirklich. Also, wir haben etwa 10 Jahre lang zusammen Fußball gespielt. Wir waren zusammen in der Schule, wir waren zusammen in einer Wohnung, in einer WG. Also, wir zwei sind wirklich unzertrennlich. Unsere Familien sind ebenfalls so. Und leider musste er dann nach 10 Jahren den Grasshoppers Club Zürich verlassen. Nicht auf seinen Wunsch, er musste gehen. Und dann ging er zu einem kleineren Verein, war dort auch Stammspieler, Stammtorhüter. Dann sieht man uns halt nicht oft so oft. Und dann jedes Wochenende, wenn er ein Spiel gehabt hat, erzählte mir von seinen großen Paraden, wie er seine Mannschaft so schön gerettet hat und. Und dann habe ich gesagt, Mensch, gegen dich muss ich ein Tor machen. Also egal in welchem Land, egal in welcher Liga, ob Pflichtspiel oder nicht, ich muss gegen dich mal einfach mal treffen, dass du nicht so eine große Klappe hast. Leider habe ich noch nie gegen ihn gespielt, weder in einem Freundschaftsspiel, auch wenn er in der Schweiz ist. Aber wer weiß, Fußballwelt ist schlussendlich klein und vielleicht ist das noch möglich. Und zu dem anderen, Theodoros Karapetzas, der ist ebenfalls ein super, super Freund von mir. Der spielt auch in der Schweiz jetzt zweite Liga. Mit dem habe ich sogar 12 Jahre lang Fußball gespielt. Er ist ja ein bisschen ein dreckiger Spieler. Also wenn er den Ball hat, dann ist er so der Schönwetterfußballer. Sobald er nicht im Ball besetzt ist, da greift er hart durch. Und ich habe gesagt, du, wenn ich mal gegen dich spiele, musst du wirklich weit, weit weg von mir sein. Und deswegen habe ich diese beiden Namen auch eingeschrieben. Ja, vielleicht wird das eines Tages mal, vielleicht auch nicht.